jeden Sinne und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic in einer weiteren Folge Scrap Z, der Show mit dem Lift, in der ich eure Kreativität anbiete und wir schauen hinein in den Lift. Und im Lift ist immer noch die letzte Erfindung ausgewählt, die wir vorgestellt haben in der letzten Folge. Was haben wir denn jetzt hier für diese Folge? Guck mal, was haben wir denn hier? Einen Triceratops von Darth Reader. Mods, dem Modpack, hier ist aufgelistet, was für Mods er dazu benutzt hat. Das hier ist meine Kreation von einem Triceratops. Er ist steuerbar. Keine WASD-Steuerung. Knopf 1 nach links bewegen, Knopf 2 nach rechts bewegen. Schalter, dass er überhaupt sich bewegt. Okay, Bauzeit 34 Stunden, da es mein zweites Projekt war und ich noch Probleme habe mit der Logiksteuerung. Okay, gut zu wissen, es ist nicht erlaubt, diese Kreation erneut hochzuladen. Selbstverständlich dürfen YouTuber diese Kreation vorstellen und auch Tipps geben. Bitte nur in diesen Videos mit meinem Namen Darth Reader nennen. Vielen Dank, Darth Reader, für diesen Trike. Das passt ja wunderbar so ein bisschen zu meiner Jurassic Park. Wow, habt ihr es gehört? Wenn er landet, macht er bum, bum. Krass. Das passt ja wunderbar zu meiner Jurassic Park Projektreihe. Das ist ja richtig nice, da so einen Pflanzenfresser auch zu haben. Und der sieht schon mal richtig cool aus. Also die Ideen, die da drin stecken, sind schon mal richtig nice. Mich erinnert das Gesicht vorne fast ein bisschen so vom Prinzip her an diesen Krokodok. Kennt ihr das? Wenn man so dieses Gesicht von dem Krokodil hat und man muss dann die Zähne so reindrücken und dann gucken, ne? Das ist so richtig nice. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran. Die Kopfform und so. Schön auch hier, die Nasenlöcher sind Sensoren und Augen hat er auch. Richtig cool. Das sieht richtig, richtig gut aus. Man erkennt sofort, welches Tier es ist auf jeden Fall. Richtig nice. Da würde mich fast noch interessieren, noch mal ein paar andere Dinosaurier noch zu sehen. Zum Beispiel Stegosaurus oder so. Ein Rex hatten wir ja schon mal, Raptoren hatten wir auch schon mal. Das ist richtig cool. Und ja, dann stelle ich mich doch mal oder setze mich doch mal oben drauf. Der soll ja auch rumlaufen können. Dann laufen wir doch mal mit dem ein bisschen. Also die 3, damit er überhaupt sich bewegt. Ah ja. Schön. Eine interessante Mechanik. Wow. Das ist schön. Auch er bewegt sich natürlich sehr langsam. Das ist natürlich auch ein Pflanzenfresser. Ne? Die waren ja auch relativ behende. Höchstwahrscheinlich. Es sei denn, es gab natürlich irgendwie Action. Na, wenn sie irgendwie sich wehren mussten oder so. Aber das hier ist ja schon schön auf jeden Fall. Auch schön hier mit den Stoßdämpfern da. Diese Mechanik mit den Füßen, mit den Beinen. Sehr clever gelöst auf jeden Fall. Gefällt mir. Richtig nice. Und wenn ich jetzt die 2 drücke? Ah ja, da wird markiert, in welche Richtung ich denke. Kann das sein? Ah, das ist ja richtig ein Walk-Cycle. Krass. Nicht schlecht. Also ich glaube, er versucht gerade so ein bisschen nach links zu lenken. Ich drück mal die 1. Ah, Moment. Jetzt hat er, glaube ich, gerade... Ah ja, ich muss 1 nach dem anderen drücken, kann das sein? Jetzt habe ich ihn, glaube ich, gerade verwirrt. Dinosaurier darf man ja nicht verwirren. Ja, die reagieren ja nicht so schnell. Insofern... Ach, guckt mal. Wenn man beide Knöpfe gleichzeitig drückt, die 3 und so, dann leuchten die Augen auch. Also wenn ich die 3 drücke. Nicht schlecht. Ich glaube, jetzt habe ich... Mach mal alles aus erstmal wieder. Ja, schön. Krass. Ich finde die Idee richtig cool, auch mit dem Laufen, dass immer, wenn ein Bein den Boden berührt, dass es dann so einen Bump, Bump, Bump Soundeffekt gibt. Das ist mit Sensoren in den Füßen gesteuert, ne? Hier unten. Ja, guckt mal, die müssten theoretisch dann zu Musikblöcken verbunden sein, glaube ich. Oh, er läuft weiter. Ah, er hat ein Eigenleben. Ich habe nichts gemacht. Ich war es nicht. Ich habe ihn nicht angemacht. Oh Gott. Oh mein Gott, er bewegt sich. Er bewegt sich, er bewegt sich. Hier hinten sind auch Sensoren drin. Crazy verrückt. Vielen Dank an der Stelle nochmal an Darth Reader für diesen coolen Triceratops. Richtig nice gebaut. Und wir kommen zur nächsten Erfindung. Was haben wir denn hier? Eine Kehrmaschine von G.A. Leitner.
Diese Kehrmaschine ist Teil 1 von Baufahrzeugen, die ein Kumpel von mir und ich zurzeit entwerfen. Da dies erst der Anfang der Sammlung ist, ist sie natürlich nicht so übertrieben krass wie der geplante Unimog oder die sich zurzeit im Bau befindende Müllabfuhr. Aber ich habe sie als Erstprojekt gewählt, weil ich Kehrmaschinen als Kind richtig toll fand. Kurz zur Erklärung dazu, den Unimog, der ist tatsächlich schon fertig und den haben wir in der letzten Folge Scrapset angeschaut, die Folge vor dieser Folge, die gestern kam. Also das heißt, wenn euch das interessiert mit dem Unimog, schaut euch diese Folge auch nochmal an. Ich dachte mir, ich lege jetzt gleich hier den zweiten Teil direkt nach, der eigentlich der erste Teil ist, aber ja, so ist das. Das ist halt quasi jetzt das Prequel sozusagen. Diese Kreation darf von YouTubern auf der ganzen Welt in ihren Videos verwendet werden. Genannt werden möchte ich Dugerto. Hochgeladene Änderungen sind höchstens erwünscht. Es gibt auch noch ein paar Extras. Hier sind nochmal die Funktionen erklärt. Achtung, kann nicht wirklich kehren, ist eher für optische Zwecke. Okay, dann schauen wir uns das doch einmal an. Und ich lösche den Lift. Ah ja, hier ist hinten. Gleich erstmal ans falsche Ende laufen. Ja, ohne Witz. Das sind immer die Teile, genau so sehen die nämlich aus. Das sind die Teile, die immer durch die Straßen fahren. Meistens so abends oder manchmal auch frühmorgens. Und die einen dann immer irgendwie aufschrecken lassen, weil das immer so einen riesen Krach macht, wenn die da rumfahren mit ihren... Ja, ich bin mal gespannt, ob das hier an den Geräuschpegel rankommen wird. Mal schauen, ich bin sehr gespannt. Okay, hier haben wir zwei Knöpfe, einmal eine Tür und einmal eine andere Tür. Also Fahrertür und Beifahrertür. Warte, steht da hinten wieder ein Kaffeepott hinten drin, steht auch schön. So, dann schauen wir uns das mal an. Ah ja, die 1 ist gleich die Kehrfunktion. Das ist quasi die Kehrseite. Die Kehrseite der Medaille hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß, das ist wieder mal ein sehr flacher Witz gewesen. Aber man muss auch mal flach zielen hier. Flach halten. Man muss den Ball flach halten, das will ich sagen. Ich vergesse schon wieder die Wörter, die ich eigentlich sagen will. Wir kehren das einfach unter den Tisch, würde ich sagen, was ich gerade gesagt habe. Ich kehre das einfach weg. So. Dann drücken wir mal die 2. Ah, mit der 2 kann ich das so hin und her schwenken lassen. Guckt mal. Ja, damit die Fläche, die Kehrfläche nochmal vergrößert wird. Ja, damit der Dreck besser verteilt wird, sozusagen. Oder beziehungsweise damit noch mehr Dreck aufgewirbelt werden kann, weil im Prinzip wirbeln die Dinger ja den Dreck eigentlich nur auf. Die machen den ja eigentlich gar nicht weg. So. Dann drücken wir mal die 3. Ah, die 3 sind Scheinwerfer. Die 4 sind Bremslichter. Die 5. Bei der 5 passiert irgendwas. Ah! Da geht eine Wartungsluke auf. Sehr schön. Auch eine sehr schöne Türfunktion hier. Guckt mal hier. So, das sieht so cool aus. Wie sich das so aufschnappt. Und wenn ich jetzt richtig sehe, sind dafür auch keine Mods gebraucht worden, oder? Also ich sehe jetzt keine Mod-Teile da dran. Das sind alles Vanilla-Teile von Scrap Mechanic. Eine Rundumleuchte, eine klassische haben wir natürlich auch wieder. Ah, und einen Scheibenwischer. Ja, muss ja, ne? Wenn man hier mit durch Schlamm fährt und der Schlamm wird aufgewirbelt und spritzt vielleicht gegen die Windschutzscheibe, dann muss man den ja wegkriegen wieder. Ohne, dass man aussteigen muss, um die Scheibe zu wischen. Nicht schlecht, aber wenn es regnet. Oder in einem so banalen Fall wie Regen natürlich, kann das natürlich auch gut benutzt werden, so ein Scheibenwischer, ne? Soll vorkommen. Coole Sache, eine sehr schöne Kehrmaschine. Schade, dass sie nicht wirklich kehren kann, also dass man damit nicht wirklich auch kleine Teile einsaugen kann sozusagen da unten. Das wäre natürlich noch richtig cool. Aber so natürlich auch schon sehr schön designt, sehr schön gestaltet und ohne Mods. Richtig nice. Vielen Dank an Dugerto für diese coole Straßenkehrmaschine. Und wir kommen zur nächsten Erfindung von Basti Bayer, ein Lego Agents Auto. Dieses Fahrzeug ist ein fast kompletter Nachbau eines meiner Lego Modelle. Leider fehlt die Schleudersitzfunktion. Die Fahrerkabine wird durch einen Schalter an der Seite des Fahrzeugs geöffnet. Funktionen, vorderes Feuer, Kabine, geheimer Modus, okay. Nicht schlecht, das darf von YouTubern wie Spielbar LP vorgestellt werden. Ich möchte Socken genannt werden. Spricht man einfach nur Socken aus? Ach so, okay. Von Socken, alles klar. Ich hoffe, es wird von irgendjemand genutzt. Wenn nicht, ist mir das auch egal. Ciao. Okay. Dann vielen Dank an Socken für sein Lego Agents Auto. Schauen wir uns das mal an. Also Lego Agents, muss ich sagen, kenne ich gar nicht. Ich habe früher immer sehr viel mit Lego gespielt. Das ist allerdings schon 20 Jahre her und da war Lego noch ganz anders. Da gab es solche extrem krass abgefahrenen
Sachen eigentlich eher nicht so. Also da gab es gerade bei Lego City und sowas, gab es eigentlich eher sehr konventionelle Designs. Und auch bei Weltraum und so war das alles recht konventionell gehalten, muss ich sagen. Also war jetzt nicht hochtrabend. Aber das hier sieht natürlich schon sehr abenteuerlich aus, muss ich sagen. Und wenn das ein akkurater Nachbau ist, dann würde mich fast schon das Lego-Modell dazu interessieren. Das sieht bestimmt mindestens genauso krass aus. Boah, hier allein das Cockpit. Guckt euch das mal an. Das sieht sehr cool aus, muss ich mal sagen. Nicht schlecht. So, wie war das? An der Seite gibt es einen Knopf. Den hier, ne? Genau. Sehr schön. Dann steigen wir mal hier ein. Ah, nein, nein, um Gottes Willen. Nicht. Nicht verändern hier. Jetzt, genau. Wow. Wow, nice. Pipiu, pipiu, pipiu. Crazy verrückt. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie kann ich denn hier die Tür wieder zumachen? Ah ja, mit der 2. Mit der 3. Oh, 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 oh. Gut, dass ich nur kurz gedrückt habe. Ich sehe den Boden nicht mehr, scheiße. Komme ich auch wieder runter, ja. Oh, was? Was ist das gewesen? Alter, wow. Aber mit meinen absolut überragenden Pilotenfähigkeiten habe ich es geschafft, wieder auf allen Vieren zu landen. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Das ist, glaube ich, der ultra geheime Modus gewesen. Es war auch die 3. Die 4 macht nichts. Auch schön, ja, da Licht. Ah ja. Ein Laserstrahl. Piu-piu. Die 6 sind Scheinwerfer. 7 gibt's nicht. Okay, der ultra geheime Modus war das gerade, die 3. Ich fahre jetzt aber trotzdem erstmal rum. Ja, wir sehen, das ist gar nicht so leicht, hier mit rumzufahren, weil vorne natürlich keine Räder angebracht sind, glaube ich. In diesen Kisten ist, glaube ich, nichts, was rollt. Das sind wirklich die Kisten, die über den Boden schleifen. Diese Laserkanonen, Verzeihung. Ich meine die Laserkanonen vorne. Ja. Krass. Aber es lenkt sich interessant so auf diese Art und Weise. Es liegt auch interessanterweise sehr stabil auf dem Boden, muss ich sagen. Warum neigt sich jetzt da hinten das runter? Moment. Ah. Ich kann auch nach oben schießen, nicht schlecht. Jetzt will ich nochmal kurz fahren und dann nochmal die 3 drücken. Oh. Alter Verwalter, wie... Oh, ich bin, glaube ich, oben angestoßen jetzt. Wo ist der Boden? Wo ist der Boden? Ich sehe ihn nicht. Oh Gott. Ich bin, glaube ich, gerade durch die Stratosphäre durchgebrochen. Ohne Witz. Oh Gott. Darf ich mal eins sagen? So tief bin ich noch nie gefallen in diesem Spiel. Ohne Witz. Also selbst mit meinen eigenen Raketenerfindungen bin ich noch nie so weit oben gewesen und so tief gefallen. Ohne Spaß. Richtig crazy verrückt hier. Vielen Dank an Socken für sein cooles Lego Agents Auto. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig nice. Und wir haben noch Zeit für eine letzte Erfindung zum Abschluss. Und zwar vom Ennoboy05 eine Mini-Rakete. Dies ist meine Mini-Rakete. Hiermit erlaube ich YouTubern, zum Beispiel Spielbär oder Xerox, mein Werk vorzustellen. Dabei möchte ich Ennoboy genannt werden. Das Wiederhochladen ist verboten. W erst drücken, wenn man bereit ist. Okay, viel Spaß. Steuerung Lampen, 2 nach unten fliegen. Leider weiß ich nicht, was für Mods. Okay, das macht nichts, weil anscheinend habe ich sie alle. Ich habe sie alle beisammen. Aber für euch, für die anderen, bitte schaut oder überprüft, welche Mods ihr benutzt habt. Wenn ihr was gebaut habt, ist ganz wichtig, weil wenn ich die Mods nicht finden kann im Workshop, kann ich im Zweifel eure Erfindung nicht vorstellen. Das heißt, denkt da bitte dran, dass ihr das euch merkt, was ihr benutzt habt. Das ist ganz wichtig. So, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Das ist eine Mini-Rakete. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie krass die sich so raketet. Hier kann ich anscheinend einsteigen. Ich drücke das einfach mal. Okay. W erst drücken, wenn man bereit ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich kann hier noch an anderen Ecken Platz nehmen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Ah, das scheint hier der richtige Sitz zu sein. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie ich das jetzt hier genau steuere. Ich schaue jetzt einfach mal. 1 sind Lampen. Wow, okay, das ist cool. Das ist die Disco-Rakete. 2 ist eine Hupe. So, jetzt drücke ich mal W, ne? Wow! Oh Gott. Wuhu! Oh, wie er guckt.
Ja, bin ich ja schon wieder hier oben. Mensch. Das ist heute die Folge in luftiger Höhe. Alter Verwalter. Oh Gott, ich mach mal die Lampen aus. Kann man... Ah, ich kann wieder hochfliegen, okay. Nach unten fliegen, da irgendwie die zwei. Ah ja, okay. Boah. Okay. Aber schön, dass man nach oben und nach unten fliegen kann eigentlich. Ich will das jetzt nochmal versuchen. Und zwar... Warte mal, ich will das mal so ausrichten, dass der graue Sitz zur Sonne hin zeigt, dass wir auch mal ein bisschen besser den Gesichtsausdruck von unserem kleinen Gummimann sehen hier. So, dann drücke ich doch mal den Startknopf, beziehungsweise W. Und ich falle schon wieder, ne? Wie hoch kann ich eigentlich fliegen? Das ist mal so eine andere Frage. Wie das aussieht. Oh, au, okay. Wir sind oben. Ha. Ich bin oben. Guckt euch das an. Ich bin ganz oben jetzt. Ich bin im Himmel quasi. Das ist nicht schön. Das ist der Wahnsinn. Hier bleibe ich jetzt. Ich würde sagen... Ey, ohne Witz, ich glaube, an der Stelle ist jetzt die Folge zu Ende, oder? Ich meine, besser kann man es doch gar nicht beenden. Als in den Wolken, über den Wolken. Nee, ganz über den Wolken bin ich noch nicht. So weit bin ich noch nicht oben. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal beim Enno-Boy für seine coole Mini-Rakete, die auch sehr gut funktioniert. Wenn ihr auch eine coole Erfindung habt, die ihr gerne in Scrapset vorgestellt haben wollt, schreibt mir den Link zu eurem Workshop-Objekt im Kommentarbereich unter diesem Video. Die Beschreibung von eurem Workshop-Objekt muss enthalten eine Erlaubnis, dass ich euer Objekt auf YouTube zeigen und verwenden darf, die Mods, die ihr eventuell beim Bauen genutzt habt, wie ihr genannt werden möchtet im Video und ganz wichtig, schaltet eure Erfindung auch auf öffentlich sichtbar, damit ich das Ganze auch öffnen kann. Dann bedanke ich mich an der Stelle nochmal bei allen, die etwas eingesendet haben für die heutige Folge und sage bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao! Ha ha ha.